Herzlich willkommen zur 17. Edition des Jura Espresso, wie immer präsentiert von LearnJura.com, Juridicus und Examensrelevant.de und YourCase. Wir beschäftigen uns nunmehr wieder mit dem öffentlichen Recht, genauer gesagt mit einer relativ aktuellen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu einem bauplanungsrechtlichen Standardproblem, nämlich zur Fragestellung der Abgrenzung von Innenbereich nach § 34 BauGB und Außenbereich nach § 35 BauGB. Kommen wir also zum Fall. Wir haben den Fall genannt Innen oder Außen. Worum geht es genau? Die Klägerin begehrte einen bauplanungsrechtlichen Vorbescheid für die Errichtung von 2 Einfamilienhäusern und 10 Doppelhaushälften in zweigeschossiger Bauweise für ein Grundstück. Die Grundstücke liegen in einem Straßengeviert, das heißt also in einem Viereck. Und das ist straßenseitig überwiegend mit ein- bis dreigeschossigen Wohnhäusern, landwirtschaftlichen Hofstellen sowie gartenbaulich oder gewerblich genutzten Gebäuden in offener Bauweise bebaut. Im Inneren dieses Vierecks befanden sich vielmehr großflächige Gewächshäuser. Diese schließen sich an die Straßenrandbebauung an. Zudem gibt es dort auch gartenbaulich oder landwirtschaftlich genutzte Freiflächen. Ein Bebauungsplan existiert nicht, das heißt, entscheidend ist hier 34 oder 35 BauGB. Die Baubehörde lehnt diesen Vorbescheid ab und sagt, nein, es gilt hier 35, insofern der schärfere Maßstab für bauplanungsrechtliche Zulässigkeit, da es in der von der Klägerin geplanten Bautiefe bislang nur unbebaute Flächen oder Bebauung mit Gewächshäusern gäbe und das sei gerade für den Außenbereich nach § 35 BauGB prägend. Und dann subsumiert die Baubehörde entlang des Prüfungsrasters nach § 35 BauGB. Das heißt also, es handelte sich um ein nicht privilegiertes Vorhaben und das beeinträchtige die öffentlichen Belange. Es widerspreche den Darstellungen des Flächennutzungsplans und lasse zudem die Entstehung einer Splittersiedlung befürchten. Das Hintergelände nehme trotz der vorhandenen Gewächshäuser nicht am Bebauungszusammenhang der Straßenrandbebauung teil. Also das Scharnier funktioniert hier nicht. Die Gewächshäuser gehören eben zu 35 und damit auch das Hintergelände nicht zu § 34 BauGB, weil die dort vorhandenen Gewächshäuser eben nicht den ständigen Aufenthalt von Menschen dienten. Die Frage ist also, hat die Baubehörde recht, dass sich das Grundstück im Außenbereich nach § 35 BauGB befindet? Zugrunde liegt im Fall eine aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts mit der Fundstelle, die Sie unten sehen. Gehen wir es im Einzelnen durch. Das Kernproblem dieser Fragestellung ist, befindet sich dieses Grundstück in einem § 34 BauGB-Gebiet, das heißt also in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil. Die generelle Weichenstellung für die Lösung dieses Falles ist die Bestimmung des sogenannten Bebauungszusammenhangs, der eben kennzeichnend ist für § 34 BauGB. Es ist konkret die Frage zu stellen, ob Vorhabengrundstücke dem Bebauungszusammenhang der Straßenrandbebauung in diesem Fall zuzurechnen sind. Also die Vorhabengrundstücke, die gerade die Klägerin besitzt, ihr Eigentum nennt und die nun bebaut werden sollen. Hier ist wichtig, in diesem ersten Flock schlägt bereits das Bundesverwaltungsgericht ein, dass nicht ausreichend ist, dass das Grundstück von zusammenhängender Bebauung umgeben ist, nämlich von diesen Straßen. Vielmehr ist entscheidend, dass das Grundstück selbst Bestandteil sein muss und am Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit gerade teilnimmt. So, was können denn dann mögliche Bestandteile eines solchen Bebauungszusammenhangs sein? Das enumeriert das Bundesverwaltungsgericht nacheinander und prüft es auch sodann durch. Erstens. Bebaute Grundstücke können selbstverständlich Bestandteil eines Bebauungszusammenhangs sein, soweit diese Bebauung geeignet ist, Bebauungszusammenhang selbst herzustellen oder an der Entstehung mitzuwirken. Auch unbebaute Grundstücke können Bestandteil eines Bebauungszusammenhangs sein, dann, wenn es sich um eine Baulücke im engeren Sinne handelt, also wirklich um eine wirklich Baulücke handelt, dahingehend, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es sich zwar um ein unbebautes, aber grundsätzlich ein bebauungsfähiges Grundstück handelt. Und diese Lücke stört gerade nicht den Eindruck der Geschlossenheit und der Zusammengehörigkeit. Ja, es ist halt nur eine Lücke und sie wird als Lücke wahrgenommen, aber als Lücke eines Bebauungszusammenhangs. Schließlich, im vorliegenden Fall nicht mehr subsumiert, können sogar auch freie Flächen Bestandteil eines Bebauungszusammenhangs sein, die nämlich wegen ihrer natürlichen Beschaffenheit oder wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung ohnehin der Bebauung entzogen sind. Wenn dem dann so ist, wenn also eine solche Zwangssituation, wenn man so will, besteht, dann kann es aber nicht dazu führen, dass solche freien Flächen den Bebauungszusammenhang stören. Ja, bebaute Flächen, unbebaute Grundstücke oder freie Flächen
können Bestandteile in solchen Bebauungszusammenhangs sein. So, wie sieht das nun konkret aus? Bebauungszusammenhang durch ein bebautes Grundstück. Ja, maßgeblich ist, das ist klar, aber erwähnt das Bundesverwaltungsgericht hier nochmal, die tatsächliche Bebauung. Ja? Und diese Bebauung im Sinne des § 34.1 BauGB muss optisch wahrnehmbar sein. Sie muss also ein gewisses Gewicht haben und sie muss auch geeignet sein, den Ortsteil zu prägen. Und ganz wichtig, das hat das Bundesverwaltungsgericht hier nochmal betont, es kommen nur solche Bauwerke in Betracht, die dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen. Eine allein vorübergehende Nutzung von Menschen ist nicht ausreichend. Das können auch landwirtschaftliche oder erwerbsgärtnerische Zwecke sein, die ein Betriebsgebäude zum Beispiel dient. Ja, die können auch eine Bebauung darstellen, aber das ist ganz wichtig hier, im vorliegenden Fall wäre das Scharnier innerhalb dieses Vierecks zwischen der Straßenbebauung auf der einen und auf der anderen Seite, dieses Scharnier wären gerade Gewächshäuser. Und solche Gewächshäuser, die sind eben nur Neben- und keine Haupteinlagen. Und die können diese Siedlungsstruktur auch nicht prägen. Insbesondere auch deshalb nicht, weil sie eben grundsätzlich nicht dauerhaft von Menschen genutzt werden. Ja, das war also hier die Kernweichenstellung durch das Bundesverwaltungsgericht, welches nämlich gesagt hat, dass Gewächshäuser nicht geeignet sind, diesen Bebauungszusammenhang herzustellen. Und gerade hier handelt es sich um ein mögliches Scharnier, das wäre gerade die mögliche Verbindung. Und das Vorhabengrundstück liegt gerade hier in diesem Gebiet, wo die Gewächshäuser auch sind. Was ist das pragmatische Argument, welches auch das Bundesverwaltungsgericht in die Waagschale wirft? Das Bundesverwaltungsgericht sagt vor allen Dingen, naja, die Siedlungsstruktur der Straßenrandbebauung, ja, der Straßenrandbebauung verlöre hinsichtlich des Maßes der Nutzung und so weiter jegliche Kontur, wenn ein vorhandenes Gewächshaus mit einer Länge bis zu 95 Metern für den städtebaulichen Gebietscharakter prägend sein könnte. Insofern können nur solche Bauwerke zu einem Bebauungszusammenhang gehören, die für die angemessene Fortentwicklung der Bebauung maßstabsbildend sind. Das entspricht gerade dem Gedanken des 34, der ja gerade ein Planersatz sein soll für einen nicht existierenden Bebauungsplan. Und ein solches Bauwerk kann nicht ein Gewächshaus sein, welches ja prägend sein könnte, gerade weil das einen Vorbildcharakter hätte, welches dem eigentlichen Gebietscharakter gar nicht entsprechen würde. Im Ergebnis also, sagt das Bundesverwaltungsgericht, diese gerade großflächigen Gewächshäuser in Höhe der Vorhabengrundstücke, um die geht es ja, bilden keinen Bebauungszusammenhang zwischen den beiden, das Viereck, also das Geviert nach Osten und Westen begrenzenden Straßen. Im Ergebnis, also mit Blick auf dieses bebaute Grundstück, 34.1 minus und damit Außenbereich 35 mit den weit schärferen Anforderungen an die planungsrechtliche Zulässigkeit, denn in § 35 Gebieten soll ja eben eigentlich nicht gebaut werden. Ja, können Sie noch fragen, okay, gibt es einen Bebauungszusammenhang durch unbebaute Grundstücke? Das hat das Bundesverwaltungsgericht in der vorliegenden Entscheidung offen gelassen, ist auch nicht der Kernschwerpunkt der Entscheidung, den Sie sich merken müssen, da die tatsächlichen Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts nicht ausreichten. Nur zum Abschluss, um den Fall hier rund zu machen, ein prozessualer Exkurs. Was passiert in solchen Fällen, wenn bestimmte Sachverhaltsfragen nicht geklärt sind, deshalb die Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht dahingehend offen gelassen wird? Auf der Grundlage dieser Feststellung, die eben getroffen wurde, hat das Bundesverwaltungsgericht eben nicht in der Sache selbst entschieden, ja, sondern hat lediglich festgestellt, dass das angegriffene Berufungsurteil deshalb, sobald es mit der Revision angegriffen wurde, aufzuheben war und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen war nach § 144 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 VWGO.